Welcome back to another German food review, and it's macaroni time. Macaroni carbonara from Kitchenette, and this is an Aldi label, so it's cheap, 1,69 €. Oh, okay, calories 627. That is very high for 400 grams. Insane amount of salt and fat, of course. Yeah, so it must be tasty. There's pasta in it. Ham, cheese, cream, yeah, all the good stuff. And it's for the microwave, 4 minutes, 800 watts, okay. Okay, we should remove the foil, yeah. Schinken is ham. Okay, let's open it. That's how it looks. Let's remove the foil. Oh, that looks weird. That looks weird. That's not very tasty. Yeah, let's see how it is warm. Let me sniff it. Oh, it smells okay. Like cheese. Okay, I'll put this 4 minutes in the microwave and then I'll be back. So, here it is, and I microwaved it for 5 minutes, but it's not brown or golden. And look at this slimy stuff. That looks disgusting. So let's stir it a little bit. And it's extremely hot. Okay. That's everything. Yeah, let's see. Thumbnail and then eating time. Okay. I think an oven is better for this one because then it's brown. But at 20 minutes, no, that is too long. So look at this. There's the ham and the macaroni and a little bit of cheese. So let's try it. Yeah, I hope it isn't too hot. You know, tastes like pasta. Yeah, I want something like this burned. Oh, and it's extremely salty. Yeah, the ham is so much salty. I'm sorry, I have to zoom in a little bit. So, here it is. Here we go. Yeah, tastes like salty cheese with pasta. But it's extremely salty. Well, yeah, nothing wrong, just too salty. And for 1,69 €, this is okay. But 630 calories, that's also very high. Oh. Macaroni carbonara, yeah, this one works, but 5% or 5 grams of salt, this is, yeah, too much for me. But it tastes good. Thumbs up for this one, 1,69 €. Kitchenette, kulinarisches aus aller Welt. Okay, thanks for watching. I'll continue in German. So, es gibt hier ein Kitchenette-Gericht, das ist von Aldi, und zwar Macaroni Carbonara.
Auflauf mit herzhaftem Schinken. Und hier sieht man, es soll ein bisschen angebrannt sein. Das geht wahrscheinlich nur im Ofen, nicht in der Mikrowelle. Ich habe das extra 5 Minuten oder ein bisschen länger in der Mikrowelle gelassen. Hilft aber nicht. Auf jeden Fall hat das ganz schön viel Kalorien. 627 und 5 Gramm Salz. Ja, das ist sehr hoch. Viel Fett auch natürlich. So, das ist, muss schmecken. Und 4 Minuten soll man es machen. Das ist aber, ja, dann hat man gar keine Kruste dran. Und das ist hergestellt von Buss, okay. Und dann sah es wieder so komisch aus, musste man umrühren. Irgendwie so schleimig oder so, keine Ahnung. 1,69 Euro ist ja der Standardpreis dafür. Und so sieht es dann aus. Das sieht immer noch nicht so super appetitlich aus. Irgendwie komisch. Nicht cremig oder so. Aber ja, lass uns mal kosten hier. Ja, die Nudeln schmecken nach Nudeln. Und es ist salzig. Das ist Schweinefleisch drin. Okay, und Käse und Nudeln. Und anderes Zeug. Ja. Das Produkt kann Spuren von Soja enthalten. Okay. Lassen wir hier weiter essen. Ja, wer richtig salzige Sachen mag, der wird das hier gut finden. Schmeckt würzig. Vielleicht nicht die beste Fleischqualität, aber... Schmeckt trotzdem ganz in Ordnung. Ja, ist nicht das schlechteste Essen von diesen Fertigdingern hier für 1,69, aber auch nicht das Beste. Aber das geht schon, wie gesagt. So schmeckt es. Und so fühlt es sich an. Sehr cremig. Ja. Alles klar. Oh, man soll es hier an der Seite aufmachen, aber dieser Mechanismus funktioniert nie. Seht ihr? Alles klar. Als Rating gibt es einen Daumen nach oben. Ist in Ordnung. Vielen Dank fürs Zusehen. Bis zum nächsten Video.